Freitag, der 30. August. Der RBB ist wie ein Heuschreckenschwamm in Woltersdorf eingefallen. Rings um das Rathaus gibt es keinen einzigen Parkplatz. Der Luftballon hat es mir angetan. Viele Besucher nutzten den Tag, um das Heimatmuseum des Verschönerungsvereins zu besuchen. Felsenpython-Babys. Ein Dreivierteljahr. Woltersdorf möchte ein Wappen haben. Drei Entwürfe werden heute vorgestellt. Hier das erste von Herrn Miesen. Wir kommen jetzt zu dem einzigen Wappen, das bereits genehmigungsfähig ist. Entworfen wurde es vom Verschönerungsverein. Hier wird das Wappen von Auszubildenden der Firma Heizung und Sanitär Woltersdorf gebaut. Eine nicht ganz einfache Aufgabe. Das dritte Wappen wurde vom Bürgermeister und Herrn Diener entworfen. Vom Fuchs gerascht, also es ist wirklich richtiges Marzipan. Die Tische waren gut besetzt, es waren nicht so viele leere Tischreihen wie beim Sommerfest. An die 200 Besucher werden es wohl gewesen sein.